Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadow of Arm. In der letzten Folge sind wir hier das große Anwesen reingegangen und wurden dort sofort von Wachen angegriffen. Einer Wache, was uns ein bisschen stutzig gemacht hat, da wir ja hier im Brückenviertel einen Mörder suchen. Und es recht klischeehaft ist, dass gerade die Reichen gerne mal durchdrehen, weil sie Erfüllung suchen und dort anfangen, Leute zu ermorden. Oh, ein Schachbrett. Dachten wir gucken uns hier mal um. Was braucht ihr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, Yoshimo, du guckst nach Fallen, weil hier scheint es Fallen zu geben. Oh, wieder ein Wächter. Und Tränke. So, was ist hier an den Bücherregalen? Währenddessen können wir ja mal die Tränke. Ein bisschen umswitchen. So. Du trinkst den mal. Ihr braucht meinen Rat. Leichtfüßig und so. Ein Unsichtbarkeitstrank und ein Trank der Meisterdiebeskunst gleich zweimal sogar. Das ist doch gut. Fragt nur. Nun gut. Ja, und hier ist auch ein Safe und alles. Dieser Durchgang führt in einen kleinen Keller, dem es nichts zu geben scheint. Ja, den Weg runter haben wir auch bis jetzt noch nicht gefunden. Der ist vielleicht wahrscheinlich in dem Lagerraum oder es gibt einfach keinen. Kreuzt die Klinge mit mir und sterbt. Die Natur! Ich werde euch erledigen! Kreuzt die Klinge mit mir und sterbt. Usan Yoshimo ist bereit. Ja, das war der Wächter hier. Der hat wieder ein paar Plus-1er-Pfeile dabei. Für Yoshimo. Und ja, ich bin immer noch dabei, bei ihm Pfeile zu verbrauchen. So, da geht's in das andere Räumchen. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? So, Yoshimo, jetzt guckst du aber hier nach Fallen. Weil mindestens der Safe dürfte eine haben. Geld und ein paar Edelsteine. Oh, Beta ist voll, okay. Hier liegen nur einfache Waffen rum. Hier liegt wahrscheinlich ein Flegel plus 1 rum. Ja. Und so, nichts Besonderes mehr. Ja. Natürlich. Okay, und hier ist auch sicher. Ach, hier war die Treppe nach unten. Genau. Wir werden aber nicht einfach von der Treppe die Treppe nach unten nehmen, sondern den Haupteingang. Das ist vielleicht unauffälliger. Also, sie haben den ganzen Krach bereits mitgekriegt. Zwei einzelne Goldmünzen. Juhu. Noch eine einzelne Goldmünze und hinter dem Tor. 9 Goldmünzen. Hui. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, gut. Das heißt, wir können uns erstmal von hier verkrümeln. Hier ist nichts, was auf irgendeinen Häuter hindeutet. Auch wenn wir eine ziemlich gute Spur haben mit dem Gerber, aber das kam uns dann doch etwas verdächtig vor hier oben mit den Wachen, die uns ohne Zögern angegriffen haben.
Außerdem konnte Yoshimo einfach nicht die Finger von dem ganzen Zeug hier lassen. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, das heißt, wir gehen unten durch den Haupteingang mal rein. Gucken mal, wen wir da begegnen. Und dann bleibt uns ja eigentlich nur noch das Geschäft des Gerbers. Weil in der Schenke waren wir, hier drin waren wir auch. Das ist der Schattenlich. Ich warte. Ja, keine große Herausforderung. Ich denke, ich bin soweit. Yokata. Okay, wir kommen nicht durch den Haupteingang rein. Das heißt, wir müssen die Treppe nehmen. Das ist ja schon mal wieder verdächtig, dass da ein sehr kompliziertes Schloss, wobei es ist ein Edelhaus. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen. Das ist das Anwesen von Serg Farrar. Was möchtet ihr? Und weil wir keine Ahnung haben, wer genau das ist. Wir sind hier einfach auf gut Glück drin. So. Ja, und hier unten sind die Wächter auch gleich stinkig. Stell nichts Böses an, dann kriegt ihr auch keinen Ärger. Ihr seid die, die uns angreifen. Keine große Herausforderung. Wir haben wirklich niemandem was getan hier. Ich warte. Hier unten sieht es fast genauso aus wie oben. Hier ist jedenfalls auch ein Klavier. Ich gehe davon aus, dass ihr keine feindlichen Absichten hegt. Entschuldigt, werter Herr, aber das ist Privatgelände. Ich würde, ihr werdet sofort gehen müssen. Wessen Anwesen ist das? Dieses ist das Anwesen des Händlers Serg Mun El Farad, wenn ihr es wissen wollt. Der Händler und seine Familie sind gegenwärtig zu Hause, also geht jetzt bitte wieder. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Ja, wir wollten gehen, aber du... Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Bist ja aggressiv. Unserem Ruf schadet es aber nicht, zum Glück. Ja, was immer ihr wünscht. Ihr müsst eure Gruppe erst... Ja, wenn ich jetzt hier rausgehe, ist die Tür aber nicht offen, gell? Wenn ihr es wollt. Nein! Ich glaube, wenn ich Quickload mache, ist das schneller. Keine große Herausforderung. Ich gehe davon aus, dass ihr keine feindlichen Absichten hegt. Mal sehen, wie euch kalt das Spiel kriegt. Keine zweite Chance. Ja. Du hegst halt leider feindliche Absichten. Jedenfalls seid ihr hier alle recht unfreundlich. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Der Wächter hier, die Statue hier sieht verdächtig aus. Und zwei Zauber. Das ist schon mal nicht schlecht. Nein. Nein. Ein Magiban vor allem Ding. Ja, wenn ihr es wollt. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. So, Yoshimo guckt sich hier in dem Raum um. Hm? Bei Mata, Eindringlinge, Eindringlinge. Ja.
Nein, nicht den Bürgerlichen angreifen. Ich glaube, der verzieht sich sogar. Nö. Ah, ganz ehrlich, den können wir ignorieren. Der ist ja harmlos, der ist nur panisch. Fragt natürlich. Ihr braucht meinen. Yoshimo ist bereit. Was? Was? Oh, bei meinen Sternen und Orden. Hilfe, Diebe. Ja. Ob sie hier viel im Küchenschrank eingesperrt haben und ob der Küchenschrank gesichert ist. Jedenfalls haben sie eine ziemlich große Küche mit vielen Öfen. Und nur eine Küche, die das Ganze überwacht? Eine Kugel der Unverwundbarkeit. Na, warum nicht? Das hier sieht nach der Wächterbaracke aus. Ja, hier ist ein Wächter. Klinge mit mir und sterb. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich war euer Wunsch, ist mein Begehr. Das könnte aber sein, dass das die letzte Wächterin hier ist. Klinge mit mir und sterb. Das wird sie Spaß machen. So. Yoshimo. Gut, hier könnte aber wieder was mit Pfeilen abgesichert sein. Ihr, Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Scheint aber nichts gesichert zu sein. Und ja, Yoshimo kann wieder die Finger nicht davon lassen, also... Und wir haben eh alle Wächter hier jetzt getötet. Auch wenn es nicht viel ist. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. So, hier ist ein Privatzimmer wieder mal eins. Ja, da sind wir eigentlich fast durch. Hier scheint auch nichts mit einer Falle versehen zu sein. Auch wieder nur 8 Gold. 1 Gold, wow. Und 3 Gold. Ja, Yoshimo macht ein enttäuschtes Gesicht. Oh, das hier sieht aus wie der Hausschrein. Wow. Ja gut, den Smaragd, den lassen wir mal in Ruhe, weil an einem Schrein, an einem vergreifen wir uns nicht, da hauen wir sogar Yoshimo auf die Finger. Außerdem hatten wir genug Ausbeute aus dem Safe oben. Ihr müsst. Gut. Das heißt, wir haben hier keine Spuren gefunden. Was ist mit dir? Ja, Hera. Ich habe mit euch zu sprechen. Schon wieder einer von den Hafnern? Dermin, was führt euch hierher? Es freut mich, euch zu sehen. Ich dachte, unsere Freundschaft... Ich bin nicht hier, um freundschaftlich mit euch zu plaudern. Heute ist unser letztes friedliches Zusammentreffen. Ich bin gekommen, um euch eine Warnung zu überbringen. Wovon redet ihr? Es wurde entschieden, ihr seid eine Hafnermörderin und eine Verräterin. Ihr habt mit Feinden von uns zusammengearbeitet und zwar in dem Wissen, dass es sich um Feinde handelt. Eure Hinrichtung wurde befohlen. Was? So etwas ist noch nie getan worden. Dies ist eine besondere Angelegenheit. Bis jetzt haben euch die Hafner nur wenig Widerstand entgegengesetzt. Wenn ihr aber weigert mitzukommen, werden die Angriffe häufiger und härter werden. Was meint ihr? Dies ist eine interne Angelegenheit von Gerechtigkeit. Talisa spielt dabei keine Rolle. Ihr könnt ihr die Angriffe ersparen, wenn ihr euch fügt. Das werdet ihr nicht tun, Jera. Was für ein seltsames Geschäft soll das werden? Dies ist das einzige Angebot, was wir noch machen. Denkt darüber nach, Herr Jera. Ihr werdet die Anhörung bekommen, die ihr ohnehin wünscht. Gut, nun gut, Dermin. Ich werde daran denken. Tut es, Herr Jera. Weitere Warnungen werden nicht mehr ausgesprochen.
Rückkehr zur Hafterfeste. Ja. Wir sind dem Häuter über Bär auf der Spur.